Ja, Skaten und willkommen zur voraussichtlich letzten Folge von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Ja, auf jeden Fall machen wir in diesem Part das letzte Event. Ich will jetzt noch ein bisschen reden, also gehe ich dann nicht drauf. Ja, dann gibt es jetzt irgendwie noch, also ich bin mal auf Autolog Empfehlungen gegangen und da stand dann, man kriegt irgendeine Belohnung, wenn man 5 Freunde hat oder so. Das werde ich euch dann auch noch zeigen, was man da bekommt. Ich weiß es, wie gesagt, auch nicht, das ist blind. Dann wird es noch was geben? Nö, ich denke nicht, aber das ist irgendwie voll unfair. Wir sind nicht auf dem letzten Rang. Ich meine, bei den Racern waren wir auf Rang 20, als wir das letzte Event gemacht haben. Und ja, das ist voll dumm. Bei den Cops kriegt man irgendwie weniger Kopfgeld. Das ist, habe ich irgendwie bewiesen. Bei Hot Pursuit kriegt man weniger Kopfgeld. Und dann sind es noch, also im Online-Modus meine ich jetzt. Und dann sind es sogar noch weniger Events. Nämlich genau 12 Events weniger und das ist dann sau schwer beim letzten Event auf Stufe 20 Ultimate Enforcer zu kommen, aber naja, wir müssen ja nicht auf der letzten Stufe sein. Wir können es auch einfach so auf Stufe 17 Undercover machen. Werden dann wahrscheinlich auf Stufe 18 aufsteigen. Aber naja, machen wir es erstmal. Also machen wir das Hot Pursuit Event End of the Line in der Memorial Valley. Einheit Spezialeinsatz. Nimm dir einen Wagen und stoppe die Hypersportwagen, die über die Cascade Terrace nach Westen rasen. Aber Vorsicht, diese Racer haben alle bekannten Polizeiabwehrwaffen dabei. Oh. Okay. Der Spitzenplatz auf der Stufe wurde mit diesem Auto erreicht, also nehmen wir das auch. Und jetzt wird's abgehen. Ich werde wahrscheinlich wenig reden, aber naja, mal gucken. Tageszeit 15 Uhr, Wetter sonnig. Wir haben 4 Nagelbänder, 4 Straßensperren, 4 EMP-Shocks und 2 Helikopter. Yo. Und ich bin immer noch woanders, also nicht wundern, wenn ihr wieder meine Tastatur hören solltet. Ja, weil es jetzt das letzte Event ist, sonst hätte ich natürlich auf euch gewartet, bis ich wieder zu Hause bin. Und das Rennen ist 26 Kilometer irgendwas lang. Es wäre geil, wenn wir dieses 70 Kilometer Rennen irgendwie als Hot Pursuit spielen würden. Oh, der hat mal gleich 3 Energiebalken weg. Du machst kein Nagelband. Wow. Wow, ja, ey. Die schubsen wieder ein Auto in mich, das ist voll dumm. Sterbt. Ah, toll. Gestellt habe ich ihn trotzdem nicht. Egal, Heli. So. Warum ist denn der letzte jetzt wieder so weit vorne? Der war fast tot und dann doch nicht. Und ich kann immer wieder nicht fahren. Mal gucken, wie du da vorbeikommen willst. Ja, 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 ja. Ja. Bam. Gar nicht. So, und jetzt nochmal kurz rammen und dann ist er tot. Oder so. Oh, verdammt. Ja, los, komm. Bitte. Gestellt, immer noch nicht gestellt. Alter, wie viel hält er aus? Dann gehe ich zuerst auf den hier. Oder auch nicht. Weil er einen Störsender benutzt. Komm her. Nee, ich treffe den nicht. Ist, Mann, du kommst jetzt her. Du bist... Der Erf. Hör mal auf, hinter mir die ganze Zeit rumzufahren. Das ist wieder dasselbe. Und ja, da kommt natürlich wieder ein Auto bei mir. Über die Kreuzung gefahren. Oh, lalalala. Oh, da ist ein Polizeiwagen. Ramm ich ihn mal. Bleib mal auch nicht stehen. Hallo, ich habe hier so eine Sirene an und so. Und die machen gar nichts. Die fahren einfach so weiter. Und warum bist du jetzt letzter? Warum kriege ich euch nicht eingeholt? So. Oder so. Mist, ey, den einen hätte ich auch noch haben können. Wäre auch gestellt gewesen. Dann war ich halt Nagelband. Und ich war ins Nagelband rein, weil ich wieder nicht nach vorne geguckt habe. Verdammt.
Wow. Und ich habe gleich kritischen Schaden. Sauber. Na, ich glaube, ich krieg heute noch einen Totalschein. Ich krieg sie nicht gestellt. Nicht mehr. Oder Defiant Zero oder so ein Scheiß. Das muss ich krass aufpassen, weil ich auch nur noch so viel Energie habe wie der Sechste. Also wie der vor mir hier. Straßensperre, meine letzte. Ich habe schon wieder alle Waffen verballert. Außer ein Nagelband und ein Helikopter habe ich noch. Den muss ich lang, den muss ich lang und den rammen. Hinter ist noch einer. Nagelband, glaube ich, einsetzen, oder? Oh, Nagelband, Nagelband, Nagelband. Nein, ich habe... Die haben Steuersinn eingesetzt. Nicht treffen lassen. So. Okay. Die drei sind noch da. Mal gucken, wie viel Energie die haben. Ich hoffe nicht so viel. Aber ich muss aufpassen jetzt. Einmal in den Nagelband reinfahren und es ist vorbei. Und ich würde sagen, die haben noch sehr viele Nagelbänder. Weil sie sie noch nicht benutzen brauchten. Und er ist gleich tot. Wo ist er? Wo ist er? Nein, er rammt mich. Scheiße. Ich bin gleich weg. Warum habe ich kein Nagelband eingesetzt? Ach, verdammt. Wenn die so stehen bleiben, muss ich ein Nagelband einsetzen. Dann sind die gestellt. Du setzt keins ein. Stirb. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe nicht getroffen. Jetzt habe ich keine Waffen mehr. Aber Mr. Fly. Oh man. Okay, zwei sind noch da. Bin zwar letzter auf der Speedwall, aber Hauptsache geschafft. Was ich immer noch nicht denke, da die beiden hier vorne wahrscheinlich mich mit Nagelbändern zuwerfen werden. Zu bomben. Außer er crasht und ich fahr rein. Ich sagte, ich wollte reinfahren. Nein, der rammt mich, der rammt mich. Nicht. Mr. Fly, los. Nein, egal. Ich ramm ihn, ich ramm ihn. Bam. Danke, dass er stehen geblieben ist. Also, dass du stehen geblieben bist, mein lieber Racer. Ich habe Racer gesagt. Ah, egal. Da vorne ist der letzte Racer. Und jetzt bloß irgendwo reincrashen. Ich darf überhaupt nichts mehr rammen. Also vielleicht noch in so eine Planke und vorgegen fahren, aber mehr auch nicht. Das wäre so krass. Keiner stellt mich so. Ich habe nur noch die ganze Zeit einen Energiebalken, außer der letzte. Jetzt macht so ein Nagelband. So leicht. Hast du einen? Oder der fährt wieder ins Ziel. Okay, da vorne ist er. Wenn er hier ein Nagelband legt. Haha. Auf der Brücke schon, sonst kann ich doch noch vorbeifahren. So, sein Nagelband muss jetzt mal aufladen. Denke ich, dass es bei den Computern auch so ist, sonst wäre es da unfair. Also rammen wir ihn erstmal. Oder versuchen es, weil er immer Nitro gibt. Wie viel Nitro hast du bitte gespart, Junge? Komm her jetzt. Höchstgeschwindigkeit. Ich konzentriere mich nur noch auf ihn. Meine Augen sind auf ihn fixiert. Ich kann irgendwo anders hingucken. Alter, was ist das für ein... Das nenne ich mal ein Hot Pursuit, ey. Fuck. Verpiss dich. Bei Höchstgeschwindigkeit so... Voll krass battle. Der macht einen Nagelband. Nicht. Gleich. Nein, das vorne ist das Ziel. Nein. Scheiße. Sechs von sieben Racern gestellt. Ja. Ich will die Belohnung noch nicht. Ich will erneut versuchen. Ich kann nicht mal versuchen. Das ist voll scheiße. Jetzt müsste ich schon das Ende sehen, ey. Eingehende Nachricht. Need for Speed Hot Pursuit, Glückwunsch, Officer. Du hast nun Zugriff auf alle Cop-Events in Secret County. Hatte ich zwar auch schon vorher, aber jetzt habe ich sie alle gespielt, ne? Ich will die Credits noch nicht. Ich frage mich, ob die nochmal kommen, wenn ich es nochmal versuche. Also ob die kommen, wenn ich es nochmal versuche. So, ich überspringe die jetzt.
Und wenn die nicht kommen, mache ich dann mein Fazit dann nochmal. Was ist das? Okay, dann mache ich das nochmal und dann das andere. Und wir sehen uns, wenn ich das dann wieder geschafft habe. Also bis dann. Ciao. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Rekord gebrochen habe. Wenn nicht, werdet ihr das hier niemals sehen. Also, Nino habe ich auf jeden Fall geschlagen, aber X-Pro Kills weiß ich nicht. Und ob Autolog auch noch da ist, weiß ich nicht. Oh ja, okay, X-Pro Kills nicht. Mal sehen, ob Autolog noch leuchtet, sonst probiere ich es nochmal. Und wie gesagt, ich bin zum Captain aufgestiegen. Und ja, hey. Es leuchtet nichts mehr. Ist das nicht ein schönes Bild? Guckt euch an. Alles erledigt. Aber erst Stufe 18. Egal. Ich werde jetzt hier ein Video einblenden, wo ihr seht meinen Pass mit mit halt den Verhaftungen und so und Captain. Yeah. Und ja, das war's auch mit dem Spiel. Mein Fazit, ja, es hatte keine Story. Erstens, aber naja, ob es das haben muss, ist ja auch eine andere Frage. Macht auf jeden Fall auch so Spaß, vor allem online, müsst ihr es mal ausprobieren. Jo, was dann? Es wurde nach einer Zeit lang schon ein bisschen langweilig. Also in der Mitte dann so. Also es wurde, am Anfang war es noch neu, da war es spannend, dann wurde es langweilig und dann wurde es wieder spannend, wenn es dann in die letzte Serie ging. Weil wie gesagt, eben habt ihr gesehen, End of Line, kurz vorm Ziel, bei Höchstgeschwindigkeit den anderen verfolgen. Es ist schon sehr adrenalinreich gewesen. Und ja, ich sag da mal, schönes Spiel. Wenn ich jetzt von einer Skala von 1 bis 10 eine Zahl für das Spiel sagen müsste, würde ich sagen, ja, so 7,5 passt. Also 75%, naja, eigentlich mehr. Ich würde mal sagen so 79, ja. 79% so ungefähr. 80 nicht, aber 78 auch nicht. Also 79%, ja. Das war's dann auch. Ich werde dann noch irgendwie 5 Freunde durch Autolog, also durch diese hier Autolog-Empfehlung einladen. Vielleicht mache ich auch jetzt noch im Video. Wir haben ja noch 2 Minuten Zeit, also 1 Minute 30. Da stand es gerade mit den 5 Minuten Dings. Styler Tristan, den kenne ich auch von den Prinz, dem schicke ich mal eine Freundschaftseinladung. Die müssen natürlich auch alle annehmen. Der ist voller G. Jetzt habe ich 2 eingeladen. Dann noch Dracula. Slavan. Micha, yeah. Dead Timmy. Oder Dead Timmy. Ihr könnt mich aber auch Micha nennen. Okay, das ist so ein kleiner Insider. Ja, ich denke, ich habe genug eingeladen. Und ja, wir sehen uns vielleicht noch im letzten Part, dann zeige ich euch die Belohnung. Wenn das irgendwie voll das krasse Super-Mega-Event oder sowas ist. Und ja, ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Projekt. Bam. Ach ja, was ich noch sagen wollte, hier bei diesem Double-Cross-Dings. Ich habe ja gesagt, das eine war voll unfair und dann werde ich es nie wieder schaffen. So gut werde ich nie wieder sein. Und es war echt wahr, aber dann noch nach 10 Versuchen oder so habe ich endlich eine Prinz um 10 Sekunden geschlagen. So, das wollte ich noch sagen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Projekt. Oder bis zu dem Part mit den 5 Freunden. Du erhältst eine krasse Belohnung, weil du 5 Freunde hast, Dingens. Also, ciao. Bam, meine ich. Bayam, auch gesagt. Also, bam.